Grüß Gott, meine Damen und Herren, und willkommen zu einer neuen Folge von Road to Road PvP. Viel Spaß! Here we go! Ja, Leute, lang ist's her. Ich habe jetzt schon eine gefühlte Ewigkeit keinen Minecraft-PvP-Video mehr gebracht. Aber, Leute, hier bin ich wieder. Ein Ende ist in Sicht und die Durststrecke vorbei. Und die Hauptsache ist doch, dass es jetzt endlich wieder kommt. Und ja, es hatte übrigens auch sowohl in-game als auch hinter den Kulissen bei mir mal wieder ein bisschen was verändert. Und zwar fange ich erstens mal mit dem in-game-Zeug an. Und ich spiele jetzt tatsächlich auch auf PvP, genau. Auf Timolia mit Soatex Invictus, weil ich das Texture Pack einfach echt gerne habe. Und lol, Digga. Der fuckt gerade ein bisschen ab. Da muss ich jetzt leider den Paul machen. Und mich mal ganz. Gleich eins aufs Maul. Okay, das war peinlich. Ist es der gleiche wieder? Nee, das ist nicht der gleiche. Okay, gut. Also, was ich sagen wollte war, ich spiele jetzt auch auf Timolia mit Soatex Invictus, weil ich dieses Texture Pack halt einfach echt schön finde. Da kann man nichts anderes sagen. Ich mag das hier einfach. Es ist zwar nicht das typische PvP Texture Pack, wie man es eigentlich kennt, aber Leute, ich bin auch nicht typisch. Verstehst du? Ich mache immer behinderte Sachen. Deswegen mache ich auch YouTube. Okay. Schluss mit lustig. Die zweite Sache ist, hinter den Kulissen habe ich mir jetzt auch über Space Desk, was eine Webanwendung ist, einen zweiten Monitor angeschlossen, damit ich einen besseren Überblick habe, wie lang ich schon aufnehme. Weil unter dem letzten Road Short PvP Video einer geschrieben hat, dass das Video zu lang ist, was mir auch selber aufgefallen ist. Ich hätte zwar gedacht, dass ich im Schnitt noch unter 10 Minuten bleibe, aber dem war leider nicht so. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, mir irgendwie einen zweiten Monitor anzuschließen, was jetzt übrigens gerade mein alter Laptop ist, der jetzt über Space Desk mit meinem eigentlichen PC verbunden ist und das wird ins Auge gehen. Ein halbes Herz. Ich hätte ihn nur noch einmal treffen müssen. Die Sache ist nur die, ich weiß nicht, ob ich irgendwie einen schlechteren Ping jetzt gerade habe durch Space Desk, weil das halt schon übers Internet läuft und damit einiges an, naja, Mbit zieht. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich noch ganz gute Hits hinbekomme wie sonst immer. Aber das Opfer ist es mir wert, damit ich eine moderate Länge an Videos hinbekomme. Und nice! Mein erster Kill. Alle guten Dinge sind drei. Dieses Sprichwort stimmt wohl tatsächlich. In meinem Fall jetzt gerade schon. So, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, genau. Also, Space Desk ist eine richtig coole Webanwendung. Vor allem für Leute wie mich, die halt einfach zu arm dafür sind, um sich einen vernünftigen zweiten Monitor zu kaufen. Und ja, also, der Kosten-Nutzen Faktor ist auf alle Fälle ein richtig guter. Lol. Der kämpft richtig gut. Ah, Leute. Ich glaube mal, dieses Road-to-Road-PvP-Video wird von der Gameplay-Qualität hier wahrscheinlich nicht so gut wie ein anderes vielleicht. So. Oh, gute Lava-Eimer von ihm, aber ich kriege ihn leider mit Blockhits nur. Naja, Blockhits soll zwar jetzt nicht eigentlich der Hauptcontent von diesem Format sein, aber ja, auf engem Raum ist es um einiges besser als die Angel. Deswegen muss man immer so überlegen, was ist für die aktuelle Situation die bessere Spielart. Und hier Tenordet. Lol, ist mir jetzt gerade witzig. Oh Gott, eine Haltbarkeit X-Angel. Really? Als ob Angelglitschen so schwer ist. Naja. Oh, Steinschwert mit Full Iron, aber mit einer Dierbrust. Oh, das kann ein langer Kampf werden. Ach, jetzt gerade läuft es wieder besser. Jetzt kriege ich die Leute wieder besser in die Combo. Also Minecraft PvP ist wirklich so eine Sache für sich, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Wie? Ah, call me. Wie heißt der Typ? Keine Ahnung. Hyperion oder irgendwie sowas heißt der. Naja, mal einen ganz kurzen Goldapfel fressen, damit der meint, dass ich low bin. Aber er hat gerade auch die Möglichkeit genutzt. Richtig gut von ihm. Muss man dir lassen. Ja, da war jetzt gerade Blockhitten wieder mal besser.
Heilung verschlossen. Cool. Hatte keinen Bogen. Hier gibt's aber nicht, wenn du Jakobs ist was anderes. Aber wenn man schon Pillen droppt, na, da ist schon was anderes verloren. Alter, was für ein Abfallspieler? Was für ein Abfallspieler? What the fuck? Ich glaube, der droppt den Bogen absichtlich. GG. Was war das gerade für ein Spieler? Den habe ich nicht so wirklich verstanden. Ja, was haben wir denn hier für ein Kit Instant Honey? Oh, Entschuldigung, da kommst du mir gerade wieder hoch. Oh, ich hatte heute Mittag so ein richtig gutes Mittagessen, wo ich ein bisschen zu viel gegessen habe, wo mir danach ein bisschen schlecht war. Ach, das ist immer so eine Sache. Warum wird einem von so gutem Essen immer so schlecht danach? Versteh das mal. Einer. Hä, ich war doch im Wasser drin. Scheiß Minecraft-Code mal ernsthaft. Ich habe ja neulich mal die Windows 10 Edition gespielt. Ach, Leute. Das ist vielleicht eine Performance-Sau. Da frage ich mich, warum ist dieses normale Java Minecraft nicht genauso performant? Ich konnte einfach mal auf der höchsten Render-Distanz einfach lagfrei spielen. Da. Leute? Hä? What the f... Hä? Was zur Hölle war das gerade? Ich konnte ihn schlagen, aber er mich nicht und er hatte kein Knockback und... Hä? Ich check's nicht. Ich check's nicht. So, da sind wir in der nächsten Runde. Ich glaube, ich habe jetzt gerade die Wartezeit nicht rausgekattet, weil ich gerade diese Sache nicht ganz verstanden habe. Was zur Hölle war das gerade? Ich glaube, das werde ich vor mein nicht vorhandenes Intro schneiden. Was zur Hölle? Was war das gerade für ein Bug? Ich check's gerade echt nicht. Ist jetzt no joke, nicht gespielt und so. Ich verstand es gerade nicht. War das ein Hacker und hat der Server irgendwie gerade komisch gelaggt? Ich check's nicht. Ich muss jetzt aber mich mal wieder ein bisschen auf den Kampf konzentrieren und mich löschen und den Typen jetzt gerade töten. Aber Leute, was war das gerade für eine seltsame Sache? Seine Lava ist... Wow. That Jump'n'Run Pro. Mr. Bombastic. Nice. Aber Leute, was war das gerade? Ich check's nicht. Da kommt der Berliner in mir raus. Leute, Leute, Leute. Was für eine verrückte Folge heute. So. Ach genau, was ich ja noch sagen wollte. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Genau, und zwar weiß ich nicht, wie lang ich Road to Road PvP noch laufen werden lasse. Weil ich echt schon um einiges besser in der Angel geworden bin als, sagen wir jetzt mal, in den ersten paar Folgen. Da war ich ja ohne Angel sogar noch besser als mit. Aber mittlerweile ging es gerade ganz gut und da ist gerade mein Leben gestorben. Gerade noch den Satz gerettet. Okay. Also, was ich sagen wollte, war, ich weiß nicht, wie lange ich diese Sache noch laufen lassen werde. Ich weiß momentan auch nicht so genau, in welcher Folge wir sind, aber vielleicht werde ich es noch bis zur 10. Folge laufen lassen, weil es halt eine runde Zahl ist und so weiter. Und den kriege ich jetzt wieder plötzlich ganz gut in die Combo. Really, ein scheiß Herz und dann kommt seine Combo zum Zuge. We'll see.
will see. Naja, so viel zum Thema, kürzeres Video. Ich bin jetzt in der Rohdatei bei 16 Minuten. Vielleicht werde ich auch manche Kämpfe schneiden, obwohl ich das nie eigentlich machen wollte. Aber ich mag jetzt das auch nicht noch länger lassen, das Video durch mein Endgelaber. Und deswegen hoffe ich, ich konnte euch unterhalten und das Video hat euch gefallen. Und deswegen sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.